Du bist gerade in Australien und hast vor, länger in Australien zu sein und weißt, okay, ich brauche auf jeden Fall irgendwann ein Auto. Und da stellt sich die Frage, Auto kaufen? Oder mieten? Korrekt. So, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Die einen sagen, kauf dir auf keinen Fall ein Auto, du wirst nur abgezogen, kriegst nur eine Schrottkarre. Die anderen sagen, mieten lohnt sich eh nicht, ist viel zu teuer. Wir finden, beides hat seine Vor- und Nachteile und werden euch in diesem Video sagen, wann lohnt sich ein Auto zu kaufen oder wann lohnt es sich ein Auto zu mieten. Auf geht's! Australien, Leute, eins eurer Lieblingsthemen auf jeden Fall auf diesem Kanal und auch natürlich eins unserer Lieblingsthemen. Heute Auto kaufen, Auto mieten, das ist nicht so ein leichtes Thema, würde ich sagen. Da kann man nämlich echt auf die Schnauze fallen, das ist viel Geld irgendwie, was da drin steckt und deswegen glaube ich, dass es viele von euch beschäftigt. Und da wir schon gute Erfahrungen gesammelt haben in der Zeit, wo wir in Australien waren, dachten wir, okay, wir fassen das heute mal alles zusammen und helfen euch einfach bei der Entscheidung, wann kaufe ich ein Auto, wann miete ich ein Auto, was lohnt sich einfach und worauf muss ich bei beiden Sachen so ein bisschen achten. Wir haben auch am Ende noch einen richtig geilen Tipp für euch, wie ihr für ab so 5 Dollar am Tag euch ein Auto mieten könnt und damit durch Australien fahren könnt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir fangen jetzt an mit dem Video. Korrekt? Korrekt. Genau, und grundsätzlich gibt es einen großen Faktor, der euch eigentlich die Entscheidung schon fast abnimmt, ob ihr ein Auto kaufen solltet oder ein Auto mieten solltet. Und das ist einfach die Zeit. Bleibt ihr nur kurze Zeit in Australien, lohnt es sich mehr, ein Auto zu mieten. Bleibt ihr längere Zeit in Australien, lohnt es sich, ein Auto zu kaufen. Meistens ist es korrekt. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Wir sagen, bis ein Monat lohnt es sich, ein Auto zu mieten. Und zwar, weil... Jetzt kommt's. Genau. Und zwar weil, also erstmal ist es super easy, sich ein Auto in Australien zu mieten. Ihr könnt euch denken, es gibt ungefähr nur Backpacker in Australien und ein paar Australier. Und die sind darauf, oder beziehungsweise das Land ist auch einfach riesig und lohnt sich mit dem Camper zu erkunden. Ich glaube gar nicht, was wir für gestörte australische Camper dort getroffen haben. Die haben auf jeden Fall immer einen Generator und einen Fernseher dabei. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Aber also das Land ist darauf ausgelegt und deswegen gibt es tausende Anbieter. Also es gibt Juicy Camper, es gibt irgendwie, wie sind die Campers, Autobahn, dann Hippie Camper. Was ihr auf keinen Fall nehmen solltet, ist Wicked Camper. Die sehen zwar am geilsten aus, also auf jeden Fall sehen die crazy aus und auffällig, aber ich war schon mal bei denen und ich habe auch schon viel von anderen gehört und die sind einfach übertrieben grottig. Also sie sind echt vielleicht sogar die günstigsten, aber die Autos sind immer Schrott, die Türen gehen nicht zu, es ist richtig ranzig einfach und die würden wir euch auf keinen Fall empfehlen. Ansonsten verlinken wir euch ein paar unten, die ihr euch mal angucken könnt, aber ja, guckt einfach selber so, was ihr findet. Es gibt unnormal viele Anbieter und es kommt auch darauf an, ob ihr an der Ostküste und Westküste seid. Aber das ist es. Es ist einfach, ein Auto zu mieten. Ihr seid komplett ausgestattet, braucht nicht den ganzen Barbecues. Was brauchen Sie nicht? Barbecue, genau. Capital meine ich. Genau, es ist super schnell und ihr habt alles einfach schon mit drin. Ihr müsst nichts noch weiter hinzukaufen. Und noch weitere Kosten ausgeben. Müsst ihr nichts. Die Autos sind meistens in gutem Zustand, was euch natürlich auch dabei hilft, genau, durchs Land zu kommen. Ja, genau. Man sagt ja immer, gerade in Australien, so die Backpacker-Karren, die man kauft, sind nicht so in gutem Zustand. Dazu kommen wir noch später. Und bei Mieten ist es halt meistens nicht so, es sei denn Wicked Campers, diese Scheiße. Ansonsten sind die Autos meistens funktionieren und ihr könnt damit eure Reise machen ohne größere Probleme. Und wenn ihr mal ein Problem habt, ist auch nicht so schlimm, weil ihr seid meistens mit einem Versicherungspaket abgedeckt. Und es kostet natürlich auch nochmal so was, also man muss natürlich für die Versicherung bezahlen, aber ihr habt eine und habt dann nicht so den Hassel und den Stress, wenn mal was schief geht. Aber auch nur wenn. Korrekt? Korrekt. Korrekt. Abgesegnet. Danke. Okay. Was wir nicht so cool finden an einem Auto mieten ist, einfach eigentlich ein dummer Grund, und zwar, es ist nicht euer eigenes Auto, oder? Ja. Da fehlt so ein bisschen so dieses... Die Vibes. Das ist richtig. Das fehlen die Vibes. Ihr seid nur ein Mietwagen, ihr fühlt euch irgendwie zwar schon ein bisschen zu Hause, aber irgendwie auch nicht so richtig. Bei uns war es ganz cool, dass wir unser Auto selber dekoriert haben. Genau, das fehlt da auch weg so ein bisschen. Also wir haben uns ein Auto gekauft, aber dazu später mehr. Ja. Ich habe mir auch schon mal eins gemietet. Genau, aber es fehlt so dieses, okay, ich richte mir das ein und ja, das ist jetzt meins und ich kann auch machen, was ich will. Genau.
Und der zweite Faktor oder das zweite große Nachteil ist einfach, sind die Kosten. Also klar, wenn ihr nicht so lange in Australien seid, deswegen nur bis einen Monat, lohnt es sich natürlich, ein Auto zu mieten. Die sind so ab $50 am Tag, würden wir sagen. Das wären schon 1.500 Euro für einen Monat, 1.500 australische Dollar in einem Monat, was ungefähr 1.000 Euro sind für einen Monat. Und ihr kriegt schon Autos gekauft ab 2.000 Euro. So. Genau, und die verkauft ihr dann wieder. Genau, und deswegen sagen wir, okay, das ist so die Grenze, weil man auch den ganzen Stress nicht hat, weil man irgendwie safe ist, weil man keine Probleme hat unbedingt mit so einem Auto. Genau. Und die Differenz quasi, die würdet ihr fast nicht, wenn ihr ein Auto wieder verkauft, überschreiten. Ja, genau. Und wenn ihr einfach nur kurz da seid, wollt ihr halt einfach auch den ganzen Stress nicht machen. Genau. Ihr habt gar keine Zeit. Auch schon allein Auto verkaufen kann schon eine Woche dauern. So, deswegen, also Automieten ist einfach, geht super schnell und super zuverlässig, aber wird schnell ziemlich teuer. Natürlich. Richtig. Und nochmal so als Tipp von mir, von meiner persönlichen Erfahrung, ich empfehle euch von Juicy Camper den Toyota Tarago, wenn ihr was Günstiges sucht. Weil das ist somit der günstigste Camper, glaube ich, den es gibt. Zumindest ist er ziemlich klein, deswegen glaube ich auch, dass er der günstigste ist. Aber er hat genug Platz, hat eine Seitentür, das heißt, ihr habt trotzdem so das Camper-Feeling. Ihr habt hinten so ein bisschen eine kleine Küche drin. Ich fand den einfach chillig. Nur mal so im Hinterkopf behalten und angucken. Wenn ihr was Günstiges findet, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich fand den chillig. Okay, und wenn ihr alles, was länger als ein Monat ist, würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, ein Auto zu kaufen. So, ihr habt zwar den Mehraufwand, das heißt, ihr müsst irgendwie euch auf Internetseiten umschauen, was will ich für ein Auto, wo kriege ich das, ihr müsst euch mit Leuten treffen, ihr müsst verhandeln, ihr müsst gucken, ist das Auto nicht schrottig. Und da würde ich euch auch empfehlen, wirklich Zeit zu investieren. Weil die Karren in Australien sind so runtergefahren, also da gibt es keinen TÜV oder so, jedenfalls gibt es vielleicht sowas in der Art, aber also 200.000 Kilometer ist Standard da, sag ich mal, für so Backpacker-Karren. Und ja, der Autokauf kann schwierig werden und ihr solltet euch nicht abziehen lassen. Guckt da mal auf unserer Webseite vorbei, wir haben eine Seite Tipps zum Autokauf einfach, also wie kauft ihr ein Auto, was für Autos gibt es und das ganze Prozedere, wo kauft ihr das genau. Also guckt da auf jeden Fall mal vorbei, sind hilfreiche Tipps, wenn ihr die braucht. Und Tipps, die wir euch jetzt schon mal geben können, ist auf jeden Fall, erstens, kauft niemals oder möglichst nicht von anderen Backpacker-Autos, sondern am besten immer von Privatpersonen. Und wenn ihr euch entscheidet, ein Auto zu kaufen, guckt vielleicht, lasst es vielleicht vorher noch mal checken. Das kostet so $100, glaube ich, ne? In der Werkstatt. In Fremantle, in der Nähe von Perth, gibt es sogar eine Werkstatt, die macht umsonst so einen Check. Und wenn da halt was ist, dann kannst du es halt bei denen machen lassen, musst du aber nicht. Ist mega geil und ja, ihr wollt wissen, ob das Auto noch länger hält. Das dazu. Und ihr müsst es natürlich auch einrichten, das Auto und so. Also ihr habt einfach mehr Aufwand. Aber man muss auch sagen, man will das ja auch. Also wenn man eh ein halbes Jahr in Australien ist, macht ja Bock, sich ein Auto zu kaufen. Ja, es macht Bock, sich darum zu kümmern. Genau, wir sind hübsch zu machen. Genau. Da haben wir übrigens auch was auf der Seite, wo ihr geile Ausrüstung kriegt für Campingausrüstung und so. Also es gibt super günstige Läden in Australien. Und das macht einfach Bock, keine Ahnung, Campinggrill, Stühle, Lichterkette. Und das sind auch gar nicht so viele Kosten. Ja, es macht einfach Laune, so das Auto schön zu machen. Deswegen, wenn ihr die Zeit habt, wollt ihr die auch gerne rein investieren. Wow. Das ist ein geiles Projekt, finden wir. Was auch noch ein großer Vorteil ist, wenn ihr euer eigenes Auto habt, ist, ihr kriegt zum Beispiel leicht Farmjobs. Das könnt ihr mit dem Mietwagen auch machen, aber dann müsst ihr die ganze Zeit den Mietwagen zahlen. Aber so oft das sind Farmjobs. Das gar nicht empfehlen. Nee, genau. Also wenn ihr einen Farmjob für 3 Monate annimmt, um einen Mietwagen dahin zu fahren und dann stehen zu lassen. Nee. Ja, das macht doch keiner. Genau, wir haben unseren Farmjob auch nur bekommen, weil wir ein Auto hatten, flexibel waren, wir hinfahren konnten, wo auch immer die Farm ist. Ja, und im Outback. Ja, und vor allen Dingen konnten wir an den Wochenenden von der Farm immer in die Stadt fahren, um einzukaufen. Ja, es ist schon ein großer Vorteil, ein Auto zu haben. Ja, was das angeht. Wir hätten den Job sonst nicht bekommen. Nee, auf keinen Fall. Auf geht's. Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Genau. Und das war unser erstes gemeinsames Auto. Ja, stimmt. Das war auch schön. Das war schön. Genau. Was natürlich passieren kann, dass wenn ihr ein eigenes Auto habt, dass was kaputt geht. Und dann müsst ihr das selber bezahlen. Ah, ja. Aber wir zum Beispiel, wir hatten, wie gesagt, gar kein Problem. Bei uns ist nichts kaputt gegangen, außer dieses Känguru, was da reingelaufen ist. Und da war der Blinker zum Beispiel ab. Aber wir haben das Auto dann einfach so weiterverkauft. Das zu dem Thema Backpacker juckt sich nicht. Wir waren auch so. Na
Naja, aber sonst war es tipptopp. Ja. Und wenn es den nächsten Backpacker stört, dass da der Blinker ist, dann sind wir halt noch $10 runtergegangen beim Kein Preis. Problem. Und dann kann der sich den Blinker. Wir sind ja auch keine Unmenschen. Nö. Genau. Ja, das kann halt kommen. Deswegen passt auf, wenn ihr das Auto kauft, checkt das mit diesem Check. Genau. Aber es können immer unerwartete Kosten kommen. Und das ist die Überleitung zum nächsten Punkt. Und das ist der Preis. Und da ist es okay, ihr denkt jetzt, ja okay, Automieten kosten $1,500, aber Auto kaufen ist ja auch nicht günstiger. Ist richtig. So ab 2000 kann man sich schon was kaufen. So. Je nach, sag ich mal, Zustand und je nach Modell. Mhm. Aber unser hat auch nur 2000, glaube ich, gekostet. Ne? Ja, 2100 vielleicht. Genau, war ein einfacher Station Wagon. Also es ist wie ein großer Kombi mit einem Bett drin, aber darum geht es jetzt nicht. Was ich sagen wollte ist, man rechnet ja damit oder man investiert ja, aber man hat ja auch Wert dafür, das Auto. Das Auto kann man am Ende auch wieder verkaufen. Ganz einfach. So, wir waren sehr naiv und dachten, das werden wir auf jeden Fall für den gleichen Preis wieder los, wie wir es gekauft haben. War nicht der Fall. Wir hatten super Zeitmangel. Wir waren im Winter wieder in Perth, um das Auto zu verkaufen. Im Winter will aber leider niemand ein Auto kaufen. Das heißt, die Nachfrage war super gering. Und ja, es war alles so ein bisschen ein Struggle. Wir hatten die Flüge dann irgendwann schon gebucht und mussten los, hatten schon überlegt, das Auto da stehen zu lassen. Und also, an euch zu verschenken übrigens. Ja, und an euch zu verschenken, genau. War schon die Option. War knapp. Ja, war witzig. Wir sind es am Ende aber noch losgeworden, ich glaube für $500 weniger oder so. Ja, da müsst ihr überlegen, jetzt haben wir nur $500 für das Auto eigentlich bezahlt, was einfach. Genau. Aber wie gesagt, wir mussten auf jeden Fall Zeit investieren. A, das Auto zu kaufen und B, es wieder zu verkaufen. Genau, aber wenn man ein Work and Travel macht, hat man ja auch die Zeit. Genau. In Australien ist ja locker ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre da, was auch immer. Deswegen auf jeden Fall da würden wir kaufen sagen. Ihr könnt echt Zeit lassen, verrückt. Ne? Ihr müsst jetzt nicht irgendwie dann, ihr habt zwei Wochen das Auto gemietet und müsst jetzt schnell da hoch und findet es dann aber an einem Ort super toll und würdet gerne vielleicht ein paar Tage bleiben. Ja. Geht halt nur, wenn ihr dann gekauft habt, ne? Korrekt. Ich hoffe, ihr wisst, worauf wir hinaus wollten. Wenn ihr nur kurz da seid, wenn ihr einfach euch Australien angucken wollt und es unkompliziert haben wollt mit Automieten, wenn ihr länger da seid, wenn ihr arbeiten wollt, holt euch ein eigenes Auto, so wie ihr es auch in Deutschland machen würdet. Es ist beides eine Investition, aber es ist auf jeden Fall diese Investition wert, würde ich sagen. Ja. Und als Geheimtipp, was wir noch am Anfang gesprochen hatten, ist, man kann auch den sogenannten Relocator machen. Und das bedeutet, dass du das Auto relocatest. Das bedeutet, zum Beispiel, ich miete ein Auto, ich fahre damit von Melbourne nach Perth. So, das wäre eine krasse Strecke. So, jetzt muss das Auto wieder zurück. Dafür werden aber nicht extra Leute geheiert, oft, sondern du kannst es auch machen. Also das heißt, du fragst zum Beispiel bei irgendeinem Camperverleih an, so yo, wollt ihr gerade ein Auto irgendwo zurückbringen? Die sagen ja, wir haben hier ein Auto, das muss in einer Woche bei uns in Perth sein, von Brisbane aus. Wir geben dir dafür $100 Spritgeld, du musst nur $5 am Tag bezahlen, musst aber in einer Woche hier sein, ansonsten kannst du mit dem Auto auch in der Zeit machen, was du willst. Genau. Richtig? Genau, das heißt, du kriegst ein Auto für super günstig, kriegst sogar noch ein bisschen Spritgeld dazu. Du hast aber nur eine gewisse Zeit und hast auch eine bestimmte Strecke vorgegeben. Das heißt, es ist auch nur für so, sag ich mal, du hast einen Trip irgendwie geplant, du weißt, ich will von da nach da und guckst mal, jo, vielleicht funktioniert das, vielleicht funktioniert es auch nicht. Genau, oder? Genau. Vielleicht machst du nur eine Teilstrecke auch damit, mietest dir dann den Rest des Autos, die Rest der Strecke noch ein komplettes Auto. Genau, die Zeit ist halt auch gucken. Immer so eingeplant, dass es wirklich reicht, dass man jetzt halt nicht durchfahren muss irgendwie, sondern dass du dir auch ein bisschen was angucken kannst, aber du kannst halt nicht so rumbummeln, wie du es vielleicht machen genau. Wenn du ein eigenes Auto hast. Genau, aber es ist auf jeden Fall eine super Alternative. Genau, ist eine coole Option. Okay. Ansonsten hoffen wir haben euch erleuchtet und machen eure Entscheidung jetzt leichter und ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Kauft ein Auto, miet ein Auto, worauf muss ich achten, wenn ich das mache. Holt euch auf jeden Fall irgendeinen Wagen und guckt euch Australien an. Das ist ein super krasses Land und es lohnt sich, jeden Winkel zu erkunden. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen geholfen, wir haben euch erleuchtet, wir haben euch eure Entscheidung leichter gemacht oder ein bisschen bei der Entscheidung geholfen. Auto kaufen, Auto mieten. Es ist auf jeden Fall eine Investition wert und es macht einfach Bock, mit dem Auto durch das reinzufahren, oder? Ja. Auf jeden Fall eine richtig coole Zeit für uns. Wenn ihr das sehen wollt, guckt alle unsere Vlogs an, die sind auf jeden Fall ganz geil. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt im nächsten Video. Und bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Wie geht das?